Herzlich willkommen zu einem neuen Technik-Donnerstag. Grinsend starten wir dieses Mal. Ich musste die Markise gerade einfahren, denn hier kam eine Windböe. Ich dachte, jetzt ist sie weg, aber es ist alles heile geblieben. Soll uns aber nicht hindern, dieses tolle Produkt heute vorzustellen. Und so wie es aussieht, könnte die Anker Solix C300 DC unsere neue Immer-Dabei-Powerstation werden. Und wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Produktvorstellung der brandneuen Anker Solix C300 Serie. Heute sprechen wir über zwei Produkte, die C300 DC und die C300. Unser Hauptaugenmerk liegt heute auf der C300 DC. Diese leistungsstarke Powerbank bietet eine massive Kapazität von 90.000 mAh, liefert bis zu 300 Watt Leistung und ist mit 7 Anschlüssen ausgestattet, darunter 2 USB-A, 4 USB-C und eine Autosteckdose. Trotz ihrer beeindruckenden Leistungsfähigkeit bleibt die C300 DC durch ihr ultrakompaktes und tragbares Design leicht transportierbar, mit der Möglichkeit, 100% Ladung in nur 70 Minuten über duale 140 Watt PD 3.1 USB-C Anschlüsse zu erreichen. Zur Feier der Markteinführung gibt es einen exklusiven Frühbucherrabatt. Der Vorverkauf beginnt am 5. September. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Die Anker Solix C300 DC, eine neue Innovation aus dem Hause Anker. Es gibt auch noch einen größeren Bruder, der hat auch 2 AC-Steckplätze. Aber da bin ich schon 3 Schritte zu weit. Wir fangen mal von vorne an und starten mit dem Unboxing. Die Verpackung übrigens, Anker-typisch, sehr gut verpackt. Alle wichtigen Details stehen hier drauf, da kommen wir aber gleich zu. Das heißt, wir schauen mal rein, wie es hier in der Verpackung aussieht. Ich hoffe, das klappt mit dem Wind. Ist heute doch schon stürmisch. Hier haben wir ein USB-C auf USB-C-Kabel. Hier haben wir eine Garantiekarte und eine Bedienungsanleitung. Das Schöne ist, mir sind die Seiten aufgeweht. Was lächelt uns entgegen? Eine deutsche Schrift, das heißt, die Anleitung ist auch auf Deutsch. Ein Produkt, da bin ich wirklich neugierig drauf. Denn es ist wirklich, wie ihr seht, sehr schön kompakt und hat eine Menge Leistung. Mit 90.000 mA ist das echt eine Hausnummer und alternative Geräte sind in der Regel größer. Also das ist wirklich eine kompakte Powerbank. Ich sage explizit Powerbank, denn es gibt noch die C300, die normale Version, die hat hier noch 2 230 Volt Steckdosen und ist etwas breiter. Schaut gerne rein, wenn ihr unbedingt AC-Ausgänge braucht, ist das vielleicht die bessere Wahl für euch. Aber ich finde die DC total interessant und wir fangen erstmal mit einem Highlight an. Denn man kann hier oben was aufstellen und wer von euch erahnt schon, was es sein könnte. Wir schalten die Powerbank einmal an. Das heißt, wir drücken einmal kurz die Power-Taste hier. Dann sehen wir hier den Anker-Ladebalken und was ich total cool finde, ist dieses Licht hier oben. Gibt es nichts Schöneres, als beim Camping abends vom Fahrzeug zu sitzen bei geringer Lichtzufuhr und dann sogar noch eine Powerstation für die Ambiente-Musik zu haben oder wenn ihr euer Handy laden wollt, Notebooks. Ambiente-Musik? Ja, natürlich, schöne Musik, die im Hintergrund läuft. Eine gemütliche Atmosphäre mit dem Licht dargestellt. Auf jeden Fall könnt ihr hier mit der Lichttaste dann die einzelnen Lichtmodi und Lichtstärken durchtippern. Und wenn euch das immer noch zu hell ist, dann könnt ihr auch stufenweise den Kopf hier runter machen. Und so, zum Beispiel, wenn man das auf voll Lautstärke habt, dann habt ihr hier so einen Lichtring. Und ich denke, das ist im Dunkeln eine sehr gemütliche Atmosphäre. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Und hier gibt es noch einen Tragegurt. Und ich finde, die Powerstation von der Größe her super mega interessant. Wenn wir die Leuchte hier mal runter machen, kannst du hier in aller Ruhe zu deinem Festival gehen oder eine Wanderung machen. Kannst du auf den Rücken schlagen und ja, von der Größe her passt die Powerbank. Ich muss immer vorsichtig sein in diesem Video, dass ich nicht immer Powerstation sage. Die Powerstation ist, wie gesagt, das Modell mit den 2 AC-Ausgängen. Die Powerbank ist wirklich kompakt und passt in jedem Rucksack rein. Und ja, wir tippern hier mal die Funktionen durch. Wir haben hier einmal, wie gerade schon gesagt, die Möglichkeit, das Lämpchen hier durchzutippern. Dann haben wir die Power-Taste und hier haben wir die Taste, um Bluetooth ein- und auszuschalten. Denn Anker-typisch gibt es natürlich auch wieder eine schöne App-Funktion dabei. Hier haben wir einen Ausgang für den Zigarettenanzünder. Dann haben wir noch 2 USB-A-Ausgänge, ein USB-C-Ausgang mit 15 Watt und ein XT60-Eingang für ein Solarpanel. Und da kommen wir gleich auch noch zu einem interessanten Punkt, denn diese kleine Powerbank lässt sich auch über Solar laden. Und wir haben hier noch 3 weitere USB-C-Anschlüsse, einmal mit 100 Watt
und sogar zweimal mit 140 Watt. Und 140 Watt ist die maximale Ladeleistung über MagSafe beim MacBook Pro. Das testen wir gleich mal, ob da auch wirklich 140 Watt durchlaufen. Und es gibt sogar eine duale Lademöglichkeit, 140 Watt. Das heißt, ihr könnt die Powerbank mit 280 Watt laden und die ist in 70 Minuten von 0 auf 100 wieder vollgeladen. Also die Zahlen sprechen für sich und es ist wirklich ein super kompaktes, interessantes Produkt. Unten haben wir schöne Gummifüße. Man sieht die Kratzer hier auf dem Tisch von einer anderen Powerbank, die wir mal getestet haben. Das war nicht so glücklich. Und hier, wenn wir die mal sehen, die Anker Powerbank, können wir hin und her ziehen, da passiert nichts. Also haben wir vorher noch nie drauf geachtet, aber es ist wichtig, dass vernünftige Gummifüße drunter sind, weil sonst zerkratzt ihr euch alle möglichen Sachen. An der Seite sehen wir dieses schöne blaue Anker-Design wieder. Man merkt so langsam, dass ich von Anker voll angetan bin, ne? Die machen aber auch echt gute Produkte. Es wird immer interessanter. Wir sind gerade auf jeden Fall auf dem XC60-Eingang zu sprechen gekommen. Und da haben wir noch ein ganz interessantes Produkt mitgeliefert bekommen. Und zwar ein 100 Watt Solarpanel, auch von Anker. Man kann die Seiten hier sogar abziehen. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, die Paneele aufzustellen. Nehmen wir einmal dieses Kabel dazu, stecken die beiden zusammen. Und dann können wir jetzt hier diesen XC60-Stecker einstecken und dann laden wir aktuell mit einem Watt. Aber es ist auch gar keine Sonne da. Ja, wir haben leider keine Sonne mehr. Wir haben hier noch eine Trageschlaufe dabei bekommen. Das heißt, wir können auch diese Powerbank beim Wandern über den Rücken hängen und das probieren wir einmal aus. Das ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten, das wird optional angeboten. Ich habe immer so ein Problem mit so Sachen, ich kriege das nie hin, die einmal vernünftig in Betrieb zu nehmen, hätte ich fast gesagt, vernünftig einzubinden, aber ich glaube, das ist hier relativ einfach. So, dann haben wir hier noch zwei Schlaufen, da können wir sie einfach einklinken. Das ist mir persönlich aber noch ein bisschen zu kurz. Ah. Ob das so richtig ist, was ich hier fabriziert habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat man jetzt auch eine Möglichkeit, das Geld umzuhängen. Ist eigentlich eine ganz coole Idee. So, und jetzt gehen wir einmal kurz ans Eingemachte. Wir haben hier ein 16 Zoll MacBook Pro und über USB-C lädt der mit 96 Watt. Und es gibt hier diesen MagSafe-Anschluss. Und über diesen MagSafe-Anschluss lädt das MacBook mit bis zu 140 Watt. So, dann nehmen wir hier mal den Anschluss dazu. Ich glaube, die Drohne, die lädt mit um die 60 Watt, wenn mich nicht alles täuscht. Sind wir schon mal bei 87 Watt. Also wir 100 Watt haben wir jetzt gerade ab aus 112 Watt werden gezogen, wir haben 28% Ladung. Jetzt öffnen wir noch einmal die Anker ab und fügen die Powerbank noch einmal dazu. Das heißt, wir gehen in die App rein, drücken auf ein Gerät hinzufügen. Das hat Anker ja echt im Griff, ne? Jetzt haben wir hier Solix C300 DC. Dann fügen wir das Gerät zu, dann können wir noch einmal das Gerät benennen. Wir lassen jetzt den Gerätenamen auf Solix C300 DC. Wir können jetzt einmal auswählen, ob wir über Bluetooth steuern wollen oder WLAN bereitstellen wollen. Wir haben einen Router im Fahrzeug. So, jetzt sehen wir die App. Und zwar haben wir hier 26% Akku bei 21 Grad. Gesamtinput ist 2 Watt über das Solarpanel. Da haben wir leider die Sonne verpasst. Da vorne ist noch ein bisschen Sonne, da können wir es vielleicht einmal hinlegen. So, wir sind noch mal ein bisschen weiter nach rechts gerückt. Da ist jetzt doch noch ein bisschen Sonne rausgekommen. Und aktuell haben wir Gesamtinput von 33 Watt. Die Solarpanel haben 100 Watt Leistung. Ja, jetzt ist die Sonne wieder weg. Aber bei so einer kurzen Sonneneinstrahlung schon gar nicht schlecht. Also, jetzt sind wir wieder auf 12 Watt gelandet, weil die Sonne wieder weg ist. Output verbrauchen wir gerade 110 Watt. Dann haben wir hier in der App eine schöne Übersicht über die einzelnen Anschlüsse. Das heißt, die beiden USB-A-Ports, die sind ausgegraut, die nutzen wir nicht. Solar-In haben wir aktiv, das heißt, darüber kommen gerade 20 Watt rein. C4 haben wir nicht aktiv. 12 Volt Autostecker haben wir auch nicht aktiv. 12 Volt Autostecker, das ist dieser Port hier. Diese blauen C1, 2, 3 sind aktuell in Benutzung. Darunter haben wir den aktuellen Verbrauch stehen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, über die App die Beleuchtung zu steuern. Das heißt, wir haben hier die
4 Auswahlmöglichkeiten aus, leichtes Licht, mittleres Licht, maximales Licht und hier können wir noch den Bildschirm an- und ausschalten. Also die App, die ist wirklich einfach gehalten. Wenn wir in die Einstellungen gehen, dann haben wir hier nochmal einen Autoport-Sparmodus. Zeitüberschreitung der Einheit, nach 2 Stunden schaltet sich es dann aus. Bildschirmhelligkeit setzen wir nochmal ein Stück höher, dann ist er leserlicher. Ein Bildschirm-Timeout ist auf 30 Sekunden gesetzt, das heißt nach 30 Sekunden schaltet sich das Display aus, wird dann durch den Tastendruck wieder aktiviert. Ein Licht-Timeout können wir auch noch einstellen, das heißt, wenn wir hier eine Stunde einstellen, dann geht das Licht nach einer Stunde aus. Dann haben wir hier den Gerätenamen, den wir anpassen können, WLAN können wir bereitstellen, Temperatur ist auf Celsius angegeben, die Seriennummer und ein Firmware-Update können wir noch machen. Und das war es eigentlich schon soweit zur App, also sie ist wirklich einfach und übersichtlich gehalten, so wie man das von Anker kennt. Und wenn wir zurückgehen, dann sehen wir hier auch nochmal unsere Solix Solarbank 2. Das Video ist jetzt noch gar nicht so alt, also wir sind hier ein paar Tage danach. Ja, wenn das online geht, sind wir ein paar Wochen nach hinten, aber wir haben schon 80 Kilowattstunden erzeugt. Das ist schon eine ganz gute Nummer. Ja, so viel dazu. Also zusammengefasst, super kompakte Powerbank in Verbindung mit der Solartasche, die 100 Watt Leistung mit sich bringt, könnt ihr das Gerät mit Sonneneinstrahlung laden, optional erhältlich. Dann gibt es optional auch noch diesen Tragegurt. Das ist ein wirklich kompaktes Gerät und für alle die, die eine Powerstation nutzen, ich sage es dir nochmal explizit dabei, es gibt das Modell auch noch mit 2 AC-Ausgängen und schaut euch das Gerät auch gerne an. Es ist etwas größer von den Dimensionen und Abmaßen, aber so findet jeder ein passendes Produkt. So, wir benutzen jetzt mal einmal die Sachen, die Anker so beigelegt hat. Ich sag mal so, das Gerät ist wirklich perfekt. Es hat es mir angetan. Das benutzen wir, das lassen wir im Fahrzeug, das behalten wir. Richtig, richtig gutes Produkt. Aber Anker, es gibt nur ein USB-C-Kabel, das ist ein bisschen kurz ausgefallen. Und wir haben jetzt gerade einen Netzstecker dazu genommen, den wir hier noch gerade im Fahrzeug hatten. Der kann allerdings nur 100 Watt ausgeben. Das heißt, wir stecken hier mal einmal das 140 Watt USB-C-Kabel ein und fangen an zu laden. Ich meine, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Es hat jeder normale Mensch ein USB-C-Kabel im Haus. So, man sieht jetzt hier, leider kann dieses Netzteil nur bis 100 Watt laden. Wir haben hier jetzt gerade 93 Watt, die wir hier einspeisen. Das ist jetzt, wie gesagt, Meckern auf allerhöchstem Niveau. Höher geht es eigentlich nicht. Aber das Gerät, das unterstützt ein Dual Laden mit 2x 140 Watt USB-C. Das hätte ich halt besser gefunden, wenn jedenfalls 2 USB-C-Kabel dabei gewesen wären, die 140 Watt laden können. Weil mit dem Equipment, was wir jetzt hier an Bord haben, können wir das jetzt nicht schnell laden. Aber gut, so können wir auf jeden Fall die Station laden. Ist auf jeden Fall schon ganz cool, dass die Funktion überhaupt da ist. Und naja, andererseits ist es auch gar nicht so schlecht, dass man nicht mit USB-C-Kabeln totgeschmissen wird, weil bei jedem normalen Gerät ist mittlerweile ein USB-C-Kabel dabei. Und das hat natürlich auch Vorteile, wenn nicht unnütz Kabel und Gegenstände dann überall in die Schublade landen. Aber hier hätte ich mir auf jeden Fall gerade in dem Fall 2 USB-C-Kabel gewünscht. Kommen wir mal zum Fazit. Also total cooles Gerät. So, Preise, Spezifikationen, etc. habt ihr ja schon anfangs in der Einblendung gesehen. Also wenn ihr eine kleine, kompakte Powerbank sucht, könnte das vielleicht ein interessantes Produkt für euch sein. Ich denke, dass Anker mit dieser Serie aktuell einen ganz guten Stand am Markt hat und die Leistung spricht für sich, die Qualität spricht für sich und ja, schaut euch gerne das Produkt in Ruhe an. Es gibt sogar einen Vorverkaufsrabatt. Das Gerät, das kommt ja offiziell erst in ein paar Wochen auf den Markt. Das blenden wir hier ein. Also wenn ihr Interesse habt, bestellt gerne das Produkt schon im Vorfeld, dann könnt ihr sparen. Und ich würde sagen, wir verbleiben bei diesem Technik-Donnerstag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Produkt haltet und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche.